Der Countdown läuft. Ab dem 1. November gilt der 3G-Nachweis am Arbeitsplatz. Sprich, man muss entweder vorzeigen können, dass man geimpft, genesen oder PCR getestet ist. Bis zum 14. November wird es dann noch eine Übergangsfrist geben. Sprich, jene Personen, die keinen 3G-Nachweis vorzeigen können, müssen durchgehend die FFP2-Maske tragen. Der Gesundheitsminister sprach davon, dass dies eine sinnvolle Maßnahme sei, um für mehr Sicherheit zu sorgen und auch beim Arbeitsplatz den entsprechenden Nachweis immer dabei zu haben. Aktuell ist es bei den Teststraßen auch zu einigem Rummel gekommen. Beim Austria Center gab es beispielsweise am Samstag einiges an Aufkommen, aber auch am Sonntag, so wurde gemeldet, war viel los auf der Teststation. Aktuell befinden wir uns hier vor dem Austria Center. Am Nachmittag ist es wieder etwas ruhiger. Aber wenn man mit Betroffenen und Menschen, die hier vor Ort sind, spricht, dann merkt man schnell, dass man einen Nachweis braucht, beziehungsweise dass nun auch noch Termine nachgeholt werden, sich impfen zu lassen oder auch den entsprechenden Nachweis zu erbringen, damit man dann am Arbeitsplatz diesen Nachweis vorzeigen kann und dem aktuellen 3G-Nachweis der Pflicht für den Arbeitsplatz entsprechen kann.